So, wir sind ja aus dem Zimmer gekommen. Könnten bis zum Flurende gehen. Hier war was anscheinend noch. Was zur Hölle? Ein Alarmknopf, ein Kalender. Eine Zellentür. Will ich da einfach reingucken? Wer bist du denn? Hallo Prinzessin, was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ja, ich bin die neue Reinigungskraft. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Wer weiß er das? Wie? Woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Ja, finde ich echt, ja. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein Okay. unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Okay, also ist das schon öfters vorgekommen. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Ja, wie komme ich denn auf die andere Seite des Gitters? Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Das Aber stimmt. geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wo kriege ich denn Gold her? Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polo-Trophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Rogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn. Das wissen Blase wir hat ja. heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna.
Hast du sonst noch eine Frage? Ja, bestimmt. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Doch, ich will noch mehr wissen. Viel, viel mehr. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Vorerst ja. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Okay. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Ich speichere mal, bevor wir hier auf den Alarmknopf vielleicht drücken. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach... Dann ich mach... Ich mein... Hey, doch. Edna! Und was... Es scheint... Alarm! Den will ich nicht. Was meinst du, Harvey? Ich mach das. Dann ich mach... Ich mein... Und was hier scheint. Das ist kein Hau den Lukas. Warum denn nicht? Versuch's doch mal. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Lea. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Der würde mich nur behindern. Ich habe nur wichtige Sachen. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui. Ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au! Harvey, benimm dich. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harv. Ja, würde ich auch mal sagen, Freund Blase. Hallo, Baby. Benimm dich, Harv. Der ist nun wirklich zu gar nichts Nutze. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Sing, nimm mit, nimm mit. So, mal gucken. Wir Captain Schlappe Unterhose. In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Den kriegst du sowieso nicht von der Tür, sondern von dahinter. Wenn es doch nur so einfach wäre. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Zur Hölle. Können zu den Betten gehen? Und mit den beiden quatschen offenbar, die da irgendwie zusammenhängen. Na ja, mal gucken. Hallo ihr beiden. Hoti und Muti oder Hotti und Motti, wie auch immer. Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten.
Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Naja. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Ja, habe ich. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Ja? Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Okay. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Aber ihr seid zusammen in einem Pullover, das macht es doch auch ziemlich warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt, eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Ja, und wohin? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Lieber nicht. Sie sind in der Überzahl. Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Was hältst du von den beiden? Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Könnt ihr mir beim Formular ausfüllen helfen? Wollt ihr zur Therapie? Ich habe da eine Anmeldung. Heute nicht. Da findet heute eine Gruppentherapie für Spieleprogrammierer statt. Und das kann dauern. Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Drin? Dann mit der Schere? Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei! Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ja, bin ich. Kann erstmal anscheinend nichts machen. Was hältst du von den beiden? Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte! Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Was hältst du von... Was ist los? Jeder von euch kann jetzt endlich... Oh, und die... Oh. Schade, irgendwie hauen die nicht ab. Vielleicht sind die ja jetzt dann ins Tor gegangen.
Nicht wirklich. Mach mal da, was sind das für eine Grütze? Wer kann der mir? Hallo, rein? Prinzessin. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuz. Um noch... Ich... Viel Glück hast du. Ich muss... Grüß dich. Das ist die Möglichkeit. Was ist los? Jeder von euch... Oh, die... Und dieser damit verbunden... Oh, ja. Ich kann ja aber auch echt nichts machen, wa? Ich nehme erstmal das Leisure-Lift-System. Mal gucken. Und los geht's! Knifflig. Den Kleiderbügel zu benutzen, während ich daran hänge. Da kommt der nächste Ausgang. Bringt mir gerade nur nichts. Ich schlage keine alten Männer. Du sollst ja nur die unter. Zumindest keine, die außerhalb meiner Reichweite hängen. Da kommt der nächste Ausgang. Dings hättest du ja nur runterschlagen sollen, Mensch. Vielleicht komme ich jetzt bei Drogelbecher rein. So, so, meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest, dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber... Oh, weh, oh mir! Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Nö. Lass mal nicht. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Ja, ja, denn ich will jetzt erstmal nochmal gucken, was oben mit den Beden ist. Kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nicht weiterkommen. Da kommt der nächste Ausgang. Jetzt sind sie weg. Ah, her mit dem Bett. Ja,
Guck mal, Harvey, ein Laken. Igitt, tu's weg. Sauber, sauber Gift, sauber, sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Hoti? Moti? Die haben sich in Luft aufgelöst. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Das klappt so nicht. Machen wir schön dreckig. Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Man möchte sich die... In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Damit verschwende ich nur wertvolle Überschussenergie. Das Bett ist so weich, das federt alles ab. Guck mal, Harvey. Igitt, es tut mir direkt in den Augen. Also wenn das nur sauber ist, ganz ehrlich. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Ja, aber mit was denn? Was können wir denn noch irgendwo mitnehmen, damit das Bett gemacht wird? Fällt mir nur eins ein. Und los geht's! Welche Kartoffelchips? Könnten wir noch vielleicht irgendwo mitnehmen? Luft haben wir. Mit einer Matratze hätten wir noch zerschlagen können, vielleicht mit einem Hammer, aber sonst... Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang.